Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute so eine wunderschöne Laune, obwohl die letzten Tage ich habe zu wenig geschlafen, meine To-Do-Liste ist riesig, aber egal, es geht in Urlaub. In ein paar Tagen, wir fahren mit meiner Familie zu meiner Cousine nach Frankreich, Bayonne und Biarritz. Im letzten Jahr, ich war da erste Mal. Es hat mir so gefallen. Es ist so eine wunderschöne Umgebung, Landschaft, wunderschöne Stadt. Deswegen freue ich mich, dass meine Familie dieses Jahr fährt mit. Ich hoffe, dass ich konnte ein bisschen Video für euch Aufnahme machen. In diesem Vlog, ich wollte euch auch über meine Operation erzählen. Am 11. Juli. Ich habe Termin und heute, wir müssen mit meinem Mann zum Einkaufen fahren. Wenn ich würde in meinem Urlaub etwas kaufen, dann auf jeden Fall in diesem Video, ich wollte euch alles zeigen und ich wollte auf jeden Fall mit euch zusammen diese für mich neue Primer von Hourglass testen. Also ich habe für euch meine Beauty, XXL Beauty Haul gezeigt. Also ich könnte für euch dieses Video hier verlinken. Dann habe ich über diese Primer vergessen. Tatsächlich, ich habe dieses Primer schon zweite Mal heute getestet. Gefällt mir. Also ihr könnt wahrscheinlich nicht so großen Unterschied sehen, aber ich merke, mein Make-up erstmal hält tatsächlich ein bisschen länger. T-Zone glänzt nicht so schnell und nicht so stark. Und zwar glattet meine Haut ein bisschen. Man sieht nicht so doll meine breite Poren. Übrigens, das ist ein Mineralienprimer. Enthält keine Parabene, Sulfaten. Also das hat mir Besonderes angesprochen. Hat ganz leichte, dünne Textur und SPF 15. Dieser Primer macht erstmal ganz, ganz toller erster Eindruck. Wenn für euch interessant, dann lasse ich für euch Link unter mein Video, wo ihr könnt diese Reisevision auch günstig kaufen. Übrigens, ich habe heute erste Mal von Marke Kerastase dieses Shampoo getestet. Diese Probe habe ich von meiner Freundin bekommen. Heißt Chroma Absolute Bein Riche Chroma Respect Shampoo Nourishing Protector extra für kolorierte Haare. Und solltet spendet sehr intensiv Feuchtigkeit und wisst ihr was noch hier Besonderes? Enthält Lactic Acid und Centella Asiatica. Diese beiden Inhaltsstoffe spendet sehr intensiv Feuchtigkeit und Lactic Acid macht Struktur, also mehr glatt. Nur wenigstens das, was ich weiß über Wirkung von Lactic Acid auf unsere Haut. Ich habe sehr trockene Haare, ich habe diese Frizz und Centella Asiatica auch spendet sehr intensiv Feuchtigkeit und auch repariert Haut. Das ist das, was ich weiß und deswegen bin richtig gespannt, wie wirkt dieses Shampoo auf unsere Haare. Okay, erste, was ich wollte euch sagen, Leute, wenn jemand von euch weiß, welches Parfum wurde hier benutzt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich wollte unbedingt dieses Parfum haben. Es ist eine Nischenduft, so wunderschön. Schade, ich habe nur Shampoo, keine Spülung dazu, deswegen muss ich andere Spülung verwenden, aber macht meine Haare ein bisschen schwer und ernährt. Also die sind mehr glatt tatsächlich und die wurden so gut nachgefüllt, also keine trockenen Gefühle. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ich werde euch später zeigen auch meine neue Favorit-Haarshampoo aus der Drogerie. Den hat mir auch meine liebe Zuschauer André empfohlen und ich bin so dankbar dir. Ich bin wirklich so, so dankbar und das ist der Grund, warum ich bin nicht so sicher, ob ich brauche tatsächlich mir so viel Geld für Kerastase ausgeben. Aber über dieses Shampoo aus der Drogerie, ich werde euch auch später erzählen. Wisst ihr, was ich habe noch bekommen von meiner Freundin? Von Kerastase Elixir Ultimate eine Öl. Ich weiß, dass man braucht davon tatsächlich nur ein bisschen. Oh, diese Öl fühlt sich, wow, fühlt sich nicht so ölig wie sonst. Fühlt sich ein bisschen mehr trocknen. Also das gibt, oh, riecht wieder. Erinnert jetzt mich nach etwas von Marke Rituals. Wow, gefällt. Wirklich gefällt. Ja, mein Frizz ist immer noch da.
Aber Haare wirken ja schon viel, viel schöner, oder? Wir fahren mit dem Auto. Leute, es ist eine fantastische Möglichkeit. Wir nehmen verschiedene Outfits. Ich nehme viel Make-up, Pflegeprodukte und Tulipen, meine Lieblings-orthopädische Kissen von Sleep & Glow. Leute, ich würde normalerweise euch diese Details nicht zeigen, aber es gibt einen großen Grund, warum ich wollte euch heute unbedingt zeigen. Ich drehe dieses Video ein bisschen vor. Ich habe für euch einen Rabattcode bekommen. Sleep & Glow gibt seine Rabattcode tatsächlich selten, ungefähr dreimal im Jahr, letzte Zeit, genau zu diesem Design, zu dieser Form von orthopädischen Kissen, der heißt Omnia. Ich bekomme Frage und meistens Frage, Nathalie, sag, schläfst du immer noch auf diesem Kissen? Hast du vielleicht Rabattcode für uns? Übrigens, Sleep & Glow feiert momentan seinen Geburtstag, deswegen gibt es so hier Rabattcode, NordBeauty15, damit man könnte auf dem ganzen Sortiment 15% sparen, gültig nur bis 21. Juli. Link und nochmal mein Rabattcode lasse ich für euch unter meinem Video im Infobox. Ihr seht, durch diese Vertiefung, unser Kopf liegt auf diese zwei Höhepunkte und damit wir können unseren Kopf so fixieren, dass unser Gesicht schwimmt in Luft, so könnte man so sagen. Man könnte sehen, zwischen meinem Gesicht und Kissen, ich könnte ganze Hand schieben und dadurch wir vermeiden diese Schlaffalten. Durch die flache Kissen, so seht ihr, ja, wenn ich so drücke, wenn ich liege auf die flache Kissen, dann diese ganze Zeit wurde ganz doll gedruckt und durch das wir haben diesen Druck nicht mehr, wir vermeiden diese Schlaffalten und diese Schlaffalten, ja, kommen immer an diese Seite von Stirn, an die Augen natürlich Partie, an die Nasenpartie, an die Wangenseite und Mundseite. Schaut ihr, ich habe lange hier gelegt, um euch etwas zu erzählen. Seht ihr, gibt es keine Abdrücke, überhaupt nichts gequetscht. Ich habe keinen Druck an meine Seite bekommen. Das Kissen hat unsymmetrische Form. Eine Seite ist ein bisschen höher, andere ist ein bisschen tiefer. Dadurch jeder könnte für seinen Nacken passende Höhe aussuchen. Ich schlafe auf dieser tieferen Seite. Hier in die Mitte wir haben eine runde Vertiefung. Diese Kissen lohnt sich auf jeden Fall. Der ist leider nicht günstig. Der ist tatsächlich teuer. Aber schaut ihr, orthopädische, gute orthopädische Kissen immer sind teuer. Na gut, hier ist natürlich auch volle Programm. Ja? Wir bekommen Kissen zusammen mit Kissenbezug in passender Form, damit nichts druckt. Probiert ihr, schlafen auf jedem normalen Kissen an die Seite, nehmt ihr Spiegel und guckt ihr, wie wurde stark alles auf euer Gesicht gedruckt, wie wurde Haut zerquetscht. Wir haben schon genug diese Alterungsprozess, der kann man nicht stoppen. Und durch falsche Kissen, man macht zusätzliche Falten. Also meine Meinung zu diesen Kissen ändert sich nicht. Durch das Kissen tatsächlich sehr weich ist, aber gleich hält Form sehr gut. Durch das, es ist ein Memory-Schaumsystem, die durch Druck von unserem Körper und durch Wärme von unserem Körper, diese Memory-System wurde für unsere Gesichtsform, für unsere Körper sich einpassen. Und dadurch auf diese Kissen ist angenehm zu schlafen. Ihr habt 30 Nächte Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr merkt, nein, es ist unmöglich, dann ihr könnt natürlich zurückschicken und Geld zurückbekommen. Auf diese Kissen, ja, schlafe ich schon seit, ich denke, 4 Jahren. Und seitdem, ich habe nie Schmerzen hier gehabt. Vorher ständige Schmerzen. Zu diesem Kissen natürlich gibt es passende Kissenbezüge. Die wurden extra zu dieser Form genäht. Diese ist aus Kupfer. Tatsächlich enthält Kupfermoleküle. Extra wurde für Leute mit allergischer Haut gemacht. Leute, die haben sehr empfindliche Haut, weil Kupfer ist antibakteriell. Also
Bitteschön. Oder zum Beispiel dieser Stoff, der heißt Tencel. Übrigens auch meine Lieblings, der ist so weich, wurde aus dem Holz gemacht, aber aus dem australischen Eukalyptus, ist bekannt durch antibakterielle Wirkung. Man sieht fast keinen Unterschied zwischen Seide. Ich habe hier zwei Kissenbezüge, die sehen so ähnlich aus. Das Einzige, ich merke, das Tencel ist ein bisschen dicker. Und Seide ist dünne und tatsächlich mehr glatte. Ansonsten, Tencel hat ähnliche Textur wie Seide, viel, viel weicher als Satin. Ich habe hier, seht ihr, sehr verschiedene. Also aus dem Tencel habe ich hier ein paar Stück, aus Seide habe ich ein paar Stück und ich habe aus dieser Kupfer. Kupfer ist ein bisschen härter, ist auch sehr glatt, aber hat ganz andere Textur als Seide und Tencel. Also alle diese drei Stoffe sind absolut antibakteriell. Auf Seide besonders liebe ich zu schlafen, weil Seide besonders schont unsere Haut und unsere Haare. Also das ist wirklich eine Investition, der jede Cent wert. Und Qualität ist hier so, so gut. Das ist wirklich mein ältester Kissenbezug, aber der ist immer noch perfekt. Hier ist nichts passiert. Hier wird nie irgendwo kaputt gegangen oder wurde Faden rausgezogen. Nein, niemals. Natürlich Seide-Sachen, ich wasche in Waschmaschine bei Seidetemperatur. Das ist ganz einfach. Was ich könnte euch von Sleep & Glow noch am Herz legen, das sind diese ventilierte Decke. Durch diese Quadraten, seht ihr, die sind aus Doppelnetz. Also das ist doppelt diese Netz und diese Quadraten wurde verteilen auf dem ganzen Decke, aber das sind nicht so viel, aber genug, damit wir bekommen Belüftung. Durch diese Netz kommt Luft, kommt und kommt raus und dadurch wir schwitzen nicht mehr so stark wie unter normale Decke. Diese Decke wurde auch von Sleep & Glow entwickelt und patentiert. Tatsächlich dieser Belüftungseffekt, man bekommt besonders intensiv ohne Bettbezug. Unter diesem Decke nicht warm, nicht heiß. Im Winter, ich brauche ein bisschen mehr dickere Decke, ich muss euch ehrlich sagen, aber im Sommer, Frühling, Herbst, fantastisch, perfekt. Und die man könnte waschen in Waschmaschine. Funktioniert super. Also diese Decke wurde so, so gut hochqualitativ gemacht. Gibt es übrigens in zwei verschiedenen Größen. Das ist die kleine. Über die Nacht, wir drehen uns sehr intensiv. Aber durch diese große, riesige Größe wurde keine Rücken, keine Beine, keine Füße, nichts geöffnet. Man wird durch die ganze Nacht gedeckt. Und zwar wird nicht mehr so intensiv schwitzen. Und dadurch wird man natürlich keine so intensive mehr Pickel bekommen oder nicht so oft mehr Pickel bekommen. Und natürlich, durch das man gemütlich schläft, man schläft ein bisschen tiefer, ja, mehr ruhiger. Sleep & Glow hat klinische, nachgewiesene Ergebnisse. Die Marke führt eine Studie in einer dermatologischen Klinik in Barcelona durch. Viele Produkte wurden in Italien produziert. Offizielle Office sitzt in Barcelona. Bei 87% der Patienten wurden die Falten reduziert. Die Falten wurden nur in 3 Monaten der Verwendung des Kissens mehr als halbiert. Nasole Beale, diese Schlaffalten bis zu 42%. Vertikale Stirnfalten bis zu 67%. Falten um die Augen bis zu 61%. Kissen hat internationale Zertifizierung. Patente sind in über 30 Ländern, also weltweit. Für diese Kissen gibt es 3 Jahre Garantie. Hurra, heute geht's los. Ja, heute ist 21. Juni. Um 17 Uhr wir starten unseren Weg nach Frankreich zu meiner Cousine nach Bayonne, Biarritz. Und jetzt, wie ihr seht, ich sitze noch in meinem Studio. Ich sammle schon meine Make-up, was ich heute mitnehme. Erstmal sammle ich alles in dieser Plastikbox und dann packe akkurat in Kulturtasche. Viele neue Produkte sind dabei. Und ich muss noch Submail fertig machen. Ich muss noch meine Sachen zusammenpacken, Pflegeprodukte, Klamotten. Ich habe viele neue Klamotten gekauft. Wenn ich zurück nach dem Urlaub komme, dann plane ich für euch eine
Sommer-Outfit-Haul, ein Video für euch. Jedes Jahr, ich mache mir Gedanken über meinen Stil, was ich wollte ändern. Jedes Jahr bin ich unzufrieden und dieses Jahr, ich habe wieder für mich etwas anderes gekauft, viele Sachen aus meinem Schrank aussortiert, aber das ist nicht noch nicht alles. Ich muss noch sehr vieles wegschmeißen. Tatsächlich die letzten Tage, als ich krank war und lag lang ins Bett, ich habe ein bisschen über Style, über Outfit, ich habe sehr viel recherchiert. Ich möchte endlich meine Basic Outfit haben. Ich habe endlich verstanden, also damit ich muss starten und am besten ich muss meinen Schrank, wie gesagt, aussortieren. Nur dann die Sachen kaufen. Dieser Urlaub in Frankreich, es wird eine entspannte Urlaub. Wir fahren 20 Stunden. Ja, das ist 1700 Kilometer ungefähr. Das gleiche Weg wie nach Ukraine. Ich würde gerne nach Ukraine fahren, aber diese Richtung momentan könnte ich nur allein fahren und ich war schon in der Ukraine. Aber mein Mann und mein Sohn, seit dem Krieg wurde angefangen, war in der Ukraine nicht. Also das sind die Sachen, die ich habe mitgenommen. Die neue Rhea Blush, die ich habe vor kurzem für mich gekauft in die Farbe Hope. Ich habe vor kurzem euch alle diese Produkte gezeigt, ihr kennt die. Ich habe diese Loserpuder von Make-up Coach wegen meiner T-Zone genommen, weil die einigermaßen mattiert. Diese Highlighter von Relove the Loop Galaxy bei Maxim. Also ich finde wunderschön. Mir gefällt, das ist kleine Verpackung, deswegen sehr praktisch mitzunehmen. Dann diese Bronze von Nabla. Skin Bronzing Ambra, sehr oft bei Purish. Ich habe auf Nabla für euch Rabattcode. Schaut ihr im Infobox. Dann die neue Hourglass Kompakt Puder natürlich. Sehr, sehr praktisch, um mitzunehmen. Neue Foundation von Fenty Beauty in die Farbe 185. Oh mein Gott, ich bin so begeistert von dieser Foundation. Das ist meine jetzt neue Favorit. Natürlich von Essence About Matte Öl Control Papier. Eine Beauty Sponge. Sonnenschutz Stick von Skin 1004. Madagaskar Centella. Meine Lieblings-Sonnenschutz. Es ist sehr praktisch unterwegs. Vitaminen. Ich habe vor kurzem die gekauft. Ich wollte euch beim nächsten Video zeigen, alles, was ich auf dem iHop für mich gekauft habe. Dann diese Basic Lidschattenpalette von Naked. Für Reise ist das beste Variant. Also für die Augenbrauen von Maybelline Bold Air Brow. Das ist eine von besten, diese Liner für Augenbrauen, übrigens mit dem Gel, auch super, aber ich habe trotzdem meine Lieblingsgel mitgenommen. Von Dominique Cosmetics, auch eine von besten, und dazu habe ich Stift von Dominique Cosmetics. In die Farbe Cool Deep Brown. Lip Liner von Nabla in die Farbe Nummer 2. Ich wollte benutzen zusammen mit diesem Lip Gloss Maximizer, also der macht aufpolsternde Lippen. Lip Plumping Lip Gloss von Dior, mein Gott, in Nummer 001, ich denke, wenn ich richtig erinnere, kann man hier sehen, ja genau. Dann Concealer habe ich diese von Yves Saint Laurent, Tachikla, ich wollte endlich ihn zum Ende benutzen, liegt bei mir sehr lange, schade, wenn kaputt geht. Und von Hourglass ich diese Primer. Und dann diese Lippengloss von Guerlain in die Farbe 485. Also wie ihr seht, tatsächlich letzte Zeit. Ich benutze nur Lippenglosse, ich bin zum Geschmack gekommen. Das sind Pinsel, die ich habe mitgenommen, ja. Diese übrigens, das ist Multitasking, geht immer mit. Also das ist von Real Technik, das ist das eine von besten. Der blendet alles aus. Also alle Fehler, Fleck und so weiter. Eine Pinsel für Highlighter, Augenbrauen und für Lidschatten habe ich diese Pinsel genommen. Ich nehme noch dieses Pinsel flache. Dann Pinsel für Bronze und für Rouge. Boah, ist mir warm. So, ich denke, hier ist einigermaßen gutes Tageslicht. Ich wollte euch zeigen, für diese Lippengloss, ich habe jetzt perfekte, passende Lip Liner gefunden. Oh mein Gott, diese Kombi gefällt mir unglaublich gut. Das ist Lip Liner von Charlotte Tilbury in die Farbe Pillow Talk. Also die beiden zusammen sehen so wunderschön aus. Ich weiß, ohne Make-up, ich sehe nicht so präsent aus. Oh mein Gott, ich habe fast vergessen, Mascara. Meine Lieblings von MAC Stick.
Ich nehme mir durch eine Primer von koreanischer Marke Chemisch, der enthält Lichtschutzfaktor 50. Das ist natürlich ganz wichtig unter dem Make-up. Blotter Paper, natürlich eine Spitze für Lipliner und nehme ich matte Lippenstift im Stick von Essence in die Farbe 102. Die haben mich gut gespürt, aber ich mag die schon. Deswegen. Wir sind schon in Frankreich. Wie schön ist das? Wir sind schon seit Stunden. Ja, wir sind seit Stunden. Wir haben geschlafen in Frankreich. Ja, ich habe geschlafen in Frankreich. Und hier gibt es Kebab. Kebab, bist du hungrig? Nein. Es regnet. Ich hoffe, dass im Bayonne, Biarritz, das Wetter wird viel, viel schöner. Sollte heute auch regnen. Aber ab Montag sollte 27 Grad sein. Ja, ich sehe nicht so schön aus. Guten Morgen. Heute ist 22. Juni. Wir sind im Auto geschlafen. Wir haben im Auto geschlafen. Ja, deswegen keine Wunder, dass ich so aussehe. Wir sind durch Niederlande und Belgien gefahren. Also Ich habe alles verschlafen. Jetzt ist richtig? Ja. Also Navi zeigt Ankunft. Ankunftszeit. Ich bin noch nicht ganz wach. Ankunftszeit. Hä? Das ist komisch. So wieder um 17.30 Uhr. Also, ja, wir machen natürlich Pause. Deswegen, ich denke, um 18 Uhr ungefähr könnten wir einkommen. Oh, Gesicht ist rot. Genau das, was ich im Video erzählt habe, dass wenn ich reise, meine Haut wird sofort irritiert. Ja, keine Wunder. Das wäre schön, wenn unter mein Gesicht irgendwann waschen, aber das mache ich heute schon abend. Rechts abbiegen auf Rue du 4 Septembre. Rechts abbiegen auf Rue du 4 Septembre, D180. Was machen wir hier? Wir fahren hier durch. Das ist so. Man ist daran gewöhnt, immer Autobahn fahren, ja, und so. Und dass unser Weg liegt durch so kleine Stadt und auf so kleine Straße, das ist echt unglaublich. Aber dadurch macht unsere Reise noch schöner. Aha. Heute sind wir schon endlich in Biarritz. Das Wetter ist wunderschön. Ich habe mich heute schön gemacht und wir gehen am Strand. Oh mein Gott, ich liebe diese Ort. Hier ist tatsächlich so eine besondere Ort. Chiperonen, Kalmaren, sehr lecker, pikant, mit Zitronen. Also das ist etwas Traditionelles in Frankreich. Wir sitzen hier am Strand, genießen wunderschönes Wetter. Heute ist Mittwoch. Oh mein Gott, unser Urlaub geht langsam zum Ende. Am Sonntag wollen wir schon zurück nach Deutschland. Und
Wie ihr seht, wir liegen jetzt am Strand. Oh mein Gott, es ist so, so wunderschön hier. Wir sind jetzt in Bayonne, aber Bayonne und Biarritz sind zusammen. Heute nach dem, wir wollen nach dem Strand, wenn wir während Mittagessen haben, dann wollen wir jetzt nach Biarritz fahren. Es ist alles zusammen hier. Und ja, ich wollte ein bisschen mit euch sprechen. Ich denke, das ist jetzt ein sehr schöner Moment, sehr schöne Zeit. Atmosphäre ist super. Am 11. Juli habe ich für mich Termin gemacht beim Augenarzt. Ich wurde endlich meine Schlupflider operieren lassen. Oh mein Gott, ich habe endlich mich entschieden. Ich sage euch, ich habe immer noch große Schiss. Operation wird gemacht unter diese Betäubung. Also ich wurde nicht einschlafen, es wird keine gemeinsame Narkose. Heißt das Narkose? Also es wurde nur die Augenpartie hier betäuben. Ungefähr 10 Minuten sollte pro Augen sein. Die wollte nicht mit Laser operieren, sie wollte das mit Messer machen, mit Skalpell, weil damit könnten sie am besten meine Haut nachher zusammenlegen. Also nicht eine auf andere Haut legen, damit Minimum dieser Narben wird bleiben. Ich würde versuchen, dazu Vlog machen. Ich würde nicht filmen, wie ich operieren würde, aber auf jeden Fall, ich wollte euch zeigen, vorher, nachher, vielleicht diese Vorbereitung. Ich weiß, dass oder einige von euch haben diese Operation gemacht, einige von euch vielleicht auch überlegen schon und vielleicht für euch wird das auch ein sehr interessantes Video. Information. Übrigens, mein Arzt spricht Russisch. Sie ganz kompetente, ganz gute Arzt, Augenarzt. Also wir verstehen sehr gut uns. Sie hat mir früher auch Botox gespritzt. Also ich bin wirklich mit ihr sehr, sehr zufrieden. Sie ist sehr aufmerksam, sehr akkurat. Wenn für euch interessant und ihr wohnt auch in Schleswig-Holstein und sucht nach einer guten Arzt, dann vielleicht wird für euch das eine sehr interessante Information. Ich könnte euch zum Beispiel ein paar Ärzte empfehlen, zum Beispiel Zahnarzt. Ich habe euch schon davon erzählt, dass ich lange nach einem guten Zahnarzt gesucht habe. Hat sehr moderne Geräte. Ich weiß, dass viele, viele Menschen aus dem ganzen Schleswig-Holstein, aus dem Hamburg, kommen extra zu ihm. Der hat Mikroskop. Dann Wurzelbehandlung wurde nicht blind gemacht, wurde unter dem Mikroskop gemacht. Also Arzt sieht, was macht und deswegen Zähne wurde fast in 95% gerettet. Also wisst ihr, nicht diese Wurzelbehandlung, wo wird Füllung gemacht. Ich meine Wurzelbehandlung, wo wurde Zahnfleisch geöffnet und dann, ja, da drin. Das ist diese ganz schwere Operation, wo Arzt muss durch das Zahnfleisch da reingehen, ja, versteht ihr? Und tatsächlich 90% meistens Leute verlieren seine Zähne nach solchen Operationen. Ich bin dafür Beispiel. Ich habe zwei Zähne behandeln lassen. Eine davon ich habe verloren. Deswegen habe ich hier schon ein Implant. Wenn mir wurde früher diese Zahnarzt empfohlen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Zähne, wenigstens diese Zahn würde ich nicht verlieren. Dieses Implant natürlich hat mir auch sehr viel Geld gekostet. Deswegen ist es so, so wichtig, einen guten Arzt zu haben. Also seit letztem Jahr seht ihr, wie groß meine Schlupflider geworden. Also die haben sich so stark geändert. Und Arzt hat gesagt, dass die wolltet so operieren ein bisschen weiter, damit sie auch hier diese Teil wegnimmt. Weil wenn sie nur hier diese Haut, dann wird es nicht so viel mehr bringen. Ganz wichtig ist auch hier dieser Teil. Und sie sagte, dass solltet, ich hoffe, also solltet wie ein Lifting-Effekt sein. Satellite, just go like a star.
Heute ist neuer Tag, neuer Outfit, ohne Make-up. Es muss alles schnell gehen, Hauptsache Sonnenschutz. Wir fahren jetzt nach Biarritz. Wir wollen diese Promenade gehen und Souvenir anschauen. Wenn man kommt hier in Urlaub und auch zum Baden im Ozean, die schönsten Monate sind ab Mitte Juni und dann Juli, August. Natürlich zwischendurch könnte ein bisschen Kälte sein, windig und es könnte regnen. Aber ansonsten, das sind die schönsten, die warmsten Tage in Biarritz und natürlich noch im September. In Mai könnte hier sehr oft regnen, kalt sein und windig. Wir sind schon in Spanien. Wetter leider hier ist ein bisschen anderes. Biarritz war nachher sehr, sehr warm, deswegen habe ich dieses T-Shirt angezogen. Hier in Spanien regnet ein bisschen. Wir sind übrigens im ganz alten und richtig schönen Stadt San Sebastian. Wow, ganz lange Straße, viele Geschäfte, schöne, schöne alte Häuser. Wirklich Paradies für die Frauen, die mögen Shopping zu machen. Max Massimo Dutti, Manga, ja, andere Marken habe ich auch gesehen, natürlich Prada und so weiter. Und wir sitzen hier in einem Café an der Ecke, wollen jetzt essen. Gerade bei Massimo Dutti, hier ist ganz schwer zu filmen, sehr viele Menschen, deswegen nur ein bisschen schaue ich mit euch, was hier alles gibt. Heute wir gehen in den Botanischen Garten in Bayonne. Ich bin umsonst bereit. Also das ist der Name von diesem Botanischen Garten in Bayonne. Also das ist die Uhrzeit von 10 bis 18. Gibt es auch Mittagspause. Meine Männer sind schon weg. Das ist ganz kleiner Botanischer Garten, aber so, so schön. Gut, die sind so klein. Ich habe die erstmal nicht gesehen. Man sieht. Oh, die sind so grün. Man sieht richtig, wie der atmet. So nicht im. Hi, ihr Lieben.
heute ist Freitag. Am Sonntag fahren wir schon zurück nach Hause, nach Deutschland. Die Zeit war wunderschön, aber sehr schnell gelaufen. Übrigens, heute meine Cousine endlich mich gefährt hat. Sie ist Friseurin, deswegen für sie, das ist 5 Minuten Arbeit. Für meinen Mann, das kostet ja mehr Zeit und er freut sich, dass endlich diese Last erstmal geht weg für die nächsten 3 Wochen. Heute Abend, wir wollen mit anderen Freunden zusammen am Strand uns treffen. Wir wollen zusammen essen, Chipironen. Chipironen, das ist traditionelle französische Essen. Sie essen überall am Strand. Das sind Kalmaren, oder wie heißen die? Oktopus, ich denke Oktopus, also wisst ihr, diese kleine. Dann wurde ganz gebraten mit Gewürze, einige sind große und dann wurde in Scheibe geschnitten. Die sind unglaublich lecker, genießen zum Beispiel Sonnenuntergang und essen Oktopusse. Oh Gott, es ist so schön, Leute, es ist so, so schön hier. Ich habe hier in Bayonne ganz tolle Bistro gefunden, beziehungsweise meine Cousine hat mir gezeigt, wo man könnte ganz, ganz lecker, aber ganz, ganz günstig essen. Jetzt wir genießen diese botanische Garten und dann vielleicht essen wir Cheesecake, übrigens ganz lecker. So eine leckere Cheesecake, ich habe noch nie in meinem Leben gegessen. Und dann fahren wir wieder nach Hause zu meiner Cousine, ich wollte mich schminken. Die Schildkröten, ja? Das fand ich aber irgendwie nicht besonders. Aber trotzdem. Also weder als Kunst noch. Nee? Okay. Qu'est-ce que vous pensez si on prend une bouteille du vin blanc pour nous белого? Конечно, все поняла, конечно. Бутылку белого. Баталь. Не, мне вот этого достаточно. А, достаточно. Да. Будешь пить, я не буду. Unsere Freundin hat sich vertan und hat mit mir Französisch gesprochen und ich habe nichts verstanden. Das war witzig. Es geht Allemagne. Ja, wir machen jetzt gerade Bestellung. Französisch. Also, wir sitzen jetzt am Strand. Und, Moment. Uno Moment. Chin Chin. Also, wir sind am Strand, ja? Man merkt sofort, ich bekomme diese Wellen, diese. Ja, wenn ich am Strand bin. Das ist, na ja. Sehr, sehr schöne Atmosphäre wie immer. Wir sitzen am einem. Am Strand wieder, an diesem Café, wo wir haben früh gesessen. Es ist wirklich sehr gemütlich. Am besten, wir mögen da sitzen, aber unsere Freunde haben entschieden, hier zu sitzen am Tisch. Deswegen unsere Bestellung schon angekommen. Das sind diese Chipironen, was ich euch erzählt habe. Das sind diese Kalmaren, ja? Kalmaren, Schatz. Wie heißen sie? Kalmaren, oder? Nee, andere Namen. Sag mir. Das sind kleine Sepien. Wie heißt? Sepien. Sepien? Sepien. Also, ja. Oh mein Gott, das ist so, so lecker. Unsere Freunde haben hier was bestellt. Ein bisschen so gleich, aber noch mit Garnier, ja, mit Reis und mit Salat. Also, und hier haben wir noch bestellt Kartoffel und diese Muscheln, ja. Das sieht bei uns so appetitlich aus. Guten Appetit! I have to drive. Paradies! Das ist genau richtig für mich. Oh, ich liebe Fisch. Oh mein Gott! So riesige Auswahl von Fisch. Ich habe nur in der Ukraine und in Frankreich gesehen. Ich habe gehört, in Spanien soll auch gute Fisch sein und große Auswahl sein. Die habe ich bis jetzt leider noch nicht probiert. Ah, die wurde mir empfohlen zum Probieren. Ich habe gehört, soll richtig lecker sein. Mm. Oh mein Gott, das ist genau richtig für mich. Was ist das denn? Cool. Ah, ja, wir sind in einem großen Einkaufszentrum. Wir wollen Geschenke kaufen, kleine Präsenz. Wow.
Ich liebe Fisch und deswegen, wenn es geht um Fisch oder um Käse, dann bin ich schwach. Beim Schwester habe ich jetzt von Kerastase diese schwarze Maske für die Haare ausprobiert. Hat mir eine meiner lieben Zuschauer auch ganze Serie empfohlen für meine strapazierte Haare mit Frizz. Also die Maske übrigens riecht so wunderschön. Ein bisschen nach Chanel, etwas eine teuer, wirklich richtig teuer Parfum von Chanel. Na gut, das Wichtigste ist anderes. Die Maske tatsächlich hat reichhaltige Effekte. Die spendet Feuchtigkeit. Die macht Haare mehr glatt, seidig. Ich habe nur zweimal ausprobiert. Ich könnte nicht sagen, dass die hat meine Haare sehr stark geändert. Übrigens, ich wollte meine Schwester viele meiner Sachen auch lassen. Übrigens, diese Geldusch von Marke Dove, ich habe euch erzählt, riecht wunderschön nach einem sauer-süßen Kirschen. Es ist guter Duschgel, aber nichts Besonderes. Nicht so, dass ich würde sagen, man muss auf jeden Fall Geld ausgeben, weil Dove ist nicht so günstig. Und ich wollte für sie diese Haarshampoo von Marke Husk lassen. Das ist diese Arganöl mit Arganöl. Hat meine liebe auch Zuschauer mir empfohlen, meine liebe Andrea. Fantastisch. Also ich wollte hier nochmal Dankeschön sagen für dich, meine liebe Andrea, für diese Empfehlung. Dieses Shampoo ist wirklich richtig gut. Das ist jetzt mein absoluter neuer Favorit. Auch übrigens hat meinem Mann gepasst. Also dieses Shampoo, ich wollte euch sehr empfehlen, wenn ihr trockene Haare habt, Grauhaare mit einem Frizz, strapazierte, gefärbte Haare. Shampoo beruhigt Haare, macht mehr glatt, macht mir schwer. Also richtig, richtig gutes Shampoo. Ich wollte das meine Schwester unbedingt auch ausprobiert. Und ich lasse auch diese Condition für die Haare von L'Oréal Elvital. Meine Lieblings übrigens. Spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Wir sind schon zurück aus unserem Urlaub. Es war so wunderschön und ich habe unsere Kleine so vermisst. Wir haben alle sie so vermisst. Die war die ganze Zeit bei unserem Nachbar. Die liebt da zu bleiben. Da gibt es auch ein Kind und deswegen sie ist da auch glücklich. Aber sie hat uns auch vermisst. Ich habe das auch gemerkt. Und ich bin so froh, dass wie unsere Coco haben. Es ist so ein tolles Gefühl, wenn man nach Hause kommt und man weiß, dass die auf uns wartet. Es ist so ein schöner Moment. Wir haben uns gekuschelt. Und ja, natürlich, sie ist wie immer bei mir dabei. So Leute, jetzt ich wollte euch zeigen, was ich da in Frankreich und in Spanien für mich gekauft habe, beziehungsweise wir haben für unsere Freunde ein paar leckere Sachen mitgenommen, also Wurst, leckere Pastete, typisch Basken, weil Biarritz und Bayonne gehören zum Basken, was man wahrscheinlich könnte nur da kaufen. Diese Pasteten haben wir im Restaurant gegessen, hat uns richtig gut gefallen. Diese Salami von Baski ist besonders lecker. Übrigens, ich trage heute meinen neuen Schmuck von Mainpunkt. Ich habe euch schon diesen Schmuck gezeigt. Ich habe mich so gefreut, als ich nach Hause angekommen bin und mein Schmuck war schon da, beziehungsweise bei unserem Nachbar. Ich habe das alles abgeholt. Das ist hochwertige sterile 925 sterilen Silber. Ich habe sehr viele Schmuck von dieser Marke. Ich liebe diesen Schmuck. Gibt es in verschiedenen Farben, in goldene Farbe, in rosige Farbe. Und letzte Zeit, ich trage sehr gerne Schmuck in silberner Farbe. Und wow, diese Kette und diese Ohrringe, die haben ähnliche Muster. Ich denke, das ist das, was gehört zu meinem Punkt und unterscheidet diese Marke von alle anderen Marken. Und ich liebe auch diese Muster. Etwas ähnliche, was gibt es bei einer High-End-Marke? Ich habe Rabattcode. Moment, ich habe ihn vergessen. Heißt Nord Beauty, damit man könnte kostenlose Versand weltweit haben. Da gibt es riesiges Sortiment. Diese Silber sieht wie tatsächlich Silber aus und übrigens wurde mit der Zeit nicht dunkel geworden. Genau Name zu diese Ohrringe und zu dieser Kette, ich lasse für euch auch unter meinem Video im Infobox und Link dazu, wenn ihr wolltet die auch für sich bestellen. Also als erste, was ich würde euch gerne zeigen, aber wurde so wunderschön eingepackt, das sind Tragetaschen.
Oh, ich liebe diese Tasche. Ich habe die auch im letzten Jahr für mich gekauft, für meinen Sohn, für meine Freunde. Ich finde, das ist so ein wunderschönes Geschenk. Da steht Biarritz, im Biarritz gekauft. Hier ist eine kleinere, hier ist ein bisschen größere. Also ich zeige euch meine Tasche. Die ist aus Lein. Dann in Bayonne direkt, wo meine Cousine wohnt, gibt es eine riesige Apotheke. Und da habe ich von Bioderma Mizellenwasser gesehen. Das ist meine allerliebste Mizellenwasser, best of the best. Genau die mit Rosé-Kappe, die ist extra für ganz sensible Haut. Obwohl, ich habe jetzt neue gesehen, da steht H2O, nein, das ist auf Russisch, H2O und dann Buchstabe T. Ich habe gefragt, wo ist der Unterschied, weil für mich mit dieser Buchstabe T war ganz neu. Die Apothekerin hat gesagt, das ist für ganz empfindliche und plus ganz, ganz trockene Haut. Ich habe Mischhaut, deswegen habe ich für mich diese originale klassische Variante genommen. Preis war super. Jede Flasche 500 ml und ihr seht zusammen verbunden, also dazu habe ich 18 Euro bezahlt. Das ist eigentlich Drogeriepreis. Ich habe es sofort doppelt für mich genommen und ein Set ich wollte für meine Schwiegerin. Nachdem sie hat Bioderma probiert, sie wollte nur Bioderma, sie wollte auch keine andere Mizellenwasser. In Spanien, ich habe tatsächlich letzte Zeit für mich Mango entdeckt. Ich wollte euch bald ein Outfit-Video zeigen und habe für mich etwas von Mango gekauft. Ich habe so viele neue Klamotten gekauft. Ich habe für mich Ziel, meine Basic-Outfit zusammenstellen, also Basis-Klamotten für mich kaufen, die ich könnte miteinander kombinieren, die ich könnte mit zugeschlossenen Augen für mich kombinieren und es wird immer super auszusehen. Ich wollte tatsächlich nicht so riesige Garderobe voll mit Klamotten haben. Ich wollte, dass jeder Teil in meiner Garderobe ich könnte tragen, ich könnte mit anderen Sachen kombinieren. Und gerade jetzt überall gibt es Sale. So, was habe ich für mich bei Mango gekauft? Eine ganz kleine Portemonnaie, wurde reduziert, kostet 5,99 Euro. Ich habe in Spanien gekauft, ehrlich gesagt, Preise waren, ich denke, fast ähnlich wie in Deutschland. Und ich brauche so kleine Portemonnaie extra für kleinere Taschen, Symbolen von Mango. Das ist der Preis. Hier, ihr seht, ist ein Knopf und an beider Seite, man könnte natürlich Scheine reinpacken oder Karten. Hier in die Mitte sehr, sehr viele Etiketten. Verrückt. Die muss ich alle rausschneiden. Hier kann man zum Beispiel Moneten reinpacken. Dann diese Gürtel für mich gekauft. Eine von H&M und eine bei Mango. Ich habe festgestellt, Mango-Gürtel ist viel qualitativer als von H&M. Und Preis ist bei Mango war günstiger als bei H&M. Deswegen bin ich jetzt zum Mango aufmerksam geworden, so kann man sagen, ja. Also ich wollte schon lange eine schöne braune Farbe, einen Gürtel haben und diese Farbe ist tatsächlich sehr, sehr schön. Natürlich dazu Gold passt am besten und mir gefällt diese Breite, passt perfekt zum leichten Hose. Ich brauche dringend wirklich einen Gürtel. Beim Mango, diese Gürtel habe ich im großen M. Es ist natürlich keine Leder. 12 Euro etwas. Und bei H&M, ich habe im großen S. Hat 15 Euro gekostet. Ich brauche eine schwarze Gürtel mit silberne. Also das war auch für mich wichtig. Das sieht gut aus. Also, und die ist schon ein bisschen schmaler, ja? Dann beim Zara Home war wir, aber mit meinen Männern, es lohnt sich nicht, shoppen zu gehen. Also die stehen hinter mir und sagen, wir brauchen das nicht, können wir endlich gehen? Und gerade an diesem Tag wurde schon Sale überall angefangen und im Zara Home, das war in Spanien, es war so voll. Also Frauen haben meistens nur die Bettwäsche gekauft, in Massen. So schöne Bettwäsche. Ich brauche für meine Bettdecke von Sleep & Glow ein bisschen größere Größe. Ehrlich gesagt, ich
vergesse immer, welche Größe ich habe. Deswegen, es hat sich auch nicht gelohnt, weiter da zu stehen und für mich nach Bettwäsche zu gucken. Aber ich konnte nicht einfach so rauszugehen. Deswegen, für meinen Sohn und für mich habe ich diese Raumduft gekauft. Der Name von diesem Raumduft steht hier, war schon reduziert. Genau in dieser Flasche aus dieser Serie, ich habe schon einen Raumduft gehabt und der war so intensiv und lang anhaltend und sehr ergiebig. Übrigens, dieses Stäbchen wurde mir an die Kasse so als gratis dazu gegeben. Ich fange immer mit 2 Stäbchen und dann schaue ich, ob das diese Intensivität für mich reicht. Wenn nicht, dann gebe ich besser noch Stäbchen dazu. Dieser Duft ist so wunderschön, blumig, orientalisch. Also das ist wirklich genau mein Geschmack. Selber mein Sohn hat super gefallen. Also mit meinem Sohn, wir haben wirklich sehr ähnlichen Geschmack. Und selber diese Flasche, ich finde wirklich sehr, sehr schön. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, das war wunderschöner Urlaub. Ich habe wirklich mich sowas erholt. Ich bin sowas energievoll. Ihr könnt nicht vorstellen. Wir sind aus unserem Urlaub wieder mit dem Auto nach 20 Stunden Fahrt ungefähr um 13, so gegen 14 Uhr eingekommen. Mir war ein bisschen schwindelig, aber ich war sowas energievoll. Ich wollte unbedingt bei mir zu Hause aufräumen. Ich habe überall Fußboden gewaschen, Klamotten aussortiert gewaschen. Ich habe Hemden für meinen Mann gebügelt. Also Wahnsinn, nach so einer langen Fahrt. Und dann nach dem Schlafen im Auto, Leute, dieses Mal, ich habe wirklich sehr gut mich erholt. Nach dem Amerika-Urlaub, ich brauche nochmal einen Urlaub, weil Amerika war sehr intensiv. Es war wirklich sehr, sehr sportlicher Urlaub, aber ich habe euch erzählt. Deswegen, Frankreich war entspannt, wirklich. Wir haben lange geschlafen, ich konnte verschiedene Outfits tragen, es hat Spaß gemacht, ich bin im Ozean beim 19 Grad Wasser gebadet. Normalerweise ist es für mich zu kalt, aber ich weiß nicht, etwas hat sich bei mir geändert. Ich bin gerne in diese kalte Wasser gegangen, aber okay, draußen war 29 Grad, ja. Wellen war so riesig, dass ja, es wurde mich sofort gedeckt. Dann muss ich meine Gummiband suchen, weil ich, ja, ich habe meinen Sohn geschrien, so, mein Schatz, suchst du bitte meine Gummiband, das ist aus Seide. Beim Slip and Glow, man könnte auch Gummiband aus Seide für sich bestellen. Die sind so, so gut. Die knicken Haare nicht, die machen Haare nicht kaputt, die machen keine Knick. Deswegen, ich trage jetzt Haarband nur aus Seide oder diese, wie sagt man, Telefonkabel. Danke, meine Lieben, dass ihr bis zum Ende dabei war. Ich hoffe, mein Look hat euch richtig gut gefallen. Ich hoffe, dass meine positive Energie könnte euch weiter rübergeben. Deswegen würde mich richtig freuen auf euer Feedback mit dem Kommentar, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert den Glocke, wenn ihr wolltet keine neuen Videos von mir verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Nathalie. Ciao.